Juhu, Spielzeug. So. Hier haben wir so Teile, zum Beispiel NPN-Transistor, Quad-Op-Amp, 100K-Potty, Hochlastwiderstände 4,7 Ohm und Tantalkondensatoren 4,7 Mikrofarad. Und hier ganz viele 50 Kilo Ohm. So, was kann man da draus bauen? Wir haben außerdem noch ein Netzteil, das liefert eigentlich mehr als erwartet. Es sollte 14 Volt liefern, es liefert 18. Macht aber auch nichts. So, dieses Potty hier liefert Spannungsteiler. Also kommt da Saft rein. Es ist ein Spannungsteiler, ein bisschen wirr. Das ist gerade auf 0,7 Volt eingestellt, wobei dann noch ein kleiner Widerstand parallel ist. Dieser Taster ist zum Kurzschließen vom unteren Teil vom Spannungsteiler, um den quasi auf Masse zu ziehen. So, jetzt haben wir hier die, genau, das ist ein Quad-Op-Amp, oben ist gleiche Schaltung. Einmal ein nicht invertierenden Verstärker mit diesem 100K-Potty als Verstärker einstellen, Widerstand. Der Ausgang davon geht über einen Tiefpass aus 4,7K und 4,7 Mikrofarad auf den Eingang vom anderen und der ist als Stromquelle zusammen mit dem NPN-Transistor geschalten. Der Op-Amp versucht einfach den Spannungsabfall über dem 4,7 Kilo, Ohm Widerstand aufrechtzuerhalten und regelt den Basisstrom von den zwei Transistoren. So, jetzt haben wir hier noch 1 Meter LED-Streifen, der teuerste Blödsinn an dem Blödsinn. Alternativ gibt es hier auch noch einen ganz normalen LED-Streifen oder der Klassiker. Glühbirne funktioniert genauso. Leider nicht so linear. So, wir haben jetzt also hier eine spannungsgesteuerte Stromquelle. Hier ist die Spannung, da ist der Strom, mit Tiefpass, schön. So, das Ganze kommt dann nachher ins VGA-Signal vom Monitor und deshalb haben wir auch den Lustenverstärker, damit der hier schon mal, das wäre nicht so ein komplettes Signal vermanschen. Und da könnte man jetzt auch mal einen großen Widerstand Serie schalten, um den Eingangswiderstand noch ein bisschen kleiner zu machen, weil der Op-Amp hier, der ist eben, ja, eher für niedrige Frequenzen, darum ist er auch relativ billig mit 45 Cent. Ja, also ist das Potty eingestellt auf 0,7 Volt, also Maximum VGA-Signal und hier haben wir noch diesen Widerstand hier parallel dazu. Im unteren Teil, um die Spannung runterzuziehen, das können wir mal messen, mache ich jetzt aber nicht. Das ist kleine 0,7 Volt, hier haben wir also das jetzt angeschlossen. Gelb ist Plus und Grün und Rot sind jeweils von Grün und Rot die Kanäle. Das sieht auch so ein bisschen gelblich aus, das sieht eher grünlich aus, das liegt sogar an der Kamera. So, wenn ich jetzt mal den Taster drücke, regelt die Kamera wunderbar nach, aber man sieht, man sieht das Rauschen wird stärker von der Kamera, wenn das dann die Kompression überhaupt noch sehen lässt. Ja, das ist schwierig von der Helligkeit. Jetzt nehme ich mal hier diesen zusätzlichen Widerstand weg. Wusch. So, und jetzt ist es richtig hell. Und jetzt ist es wirklich knallig gelb. Jetzt haben wir 0,7 Volt und das Ding hier ist eigentlich für Konstantstrom, für eine Konstantspannung ausgelegt. Hier auf der Wicklung sind einzelne Widerstände jeweils, Vorwiderstände. Eigentlich soll man das Ding mit 12 Volt betreiben. Im Moment sind das jetzt ungefähr 10 Volt pro Kanal, wobei eben der Strom geregelt wird und nicht die Spannung. Ja, weil dann ist ungefähr die Helligkeit von der ganzen Geschichte proportional zur Helligkeit vom VGA-Signal hier drüben. Wusch. Und man sieht, also das ist ordentlich hell. Wenn ich jetzt mal den Taster drücke und den quasi wieder auf Masse mache, jetzt ist dunkel. Also die Zeitkonstante von dem Ding ist riesig. Aber das ist ja nicht weiter tragisch, die kann man ja kleiner machen, indem man einen anderen Widerstand oder vielleicht noch von den Potties. Ich habe ja noch eine ganze Kiste Trim-Potties. Je nachdem. So, jetzt mal zum Beispiel hier mal den. Das ist eine Farbe. Blau? Ne. Grün? Boah. Sehe ich mal aus. Jetzt ist das eindeutig rot. Die Kamera, man sieht schon, sie regelt wieder nach. Wegen Weißabgleich. Dunkel. Ist interessant, dass das jetzt langsam orange wird. Das liegt aber alles in der Kamera.
So, jetzt sind wir wieder hell. Gut. Machen wir wieder ganz hell. Dann stecken wir den Spaß aus. So. Seht schon, hier ist ein Kühlkörper dran. Ich habe keinen dritten Kühlkörper. Irgendwie habe ich das verplant, die mitzubestellen. Die Widerstände hier wirken heiß, wenn die LEDs auf volle Pulle laufen. Dann sind aber die Transistoren durchgeschalten und bei denen ist quasi null Spannungsabfall. Der ganze Spannungsabfall ist über die LEDs, sprich die Transistoren werden da nicht besonders warm. Die werden auch nicht warm, wenn sie zu sind, weil dann fließt überhaupt kein Strom. Ganz heiß werden die wirklich bloß, wenn die gerade so in der Mitte sind und der Maximalstrom fließt. Also das ist wesentlich schlimmer bei dieser Glühbirne hier. Da werden die richtig heiß und glühen fast, also man kann sie noch anfassen, die Kühlkörper. Das heißt, es ist wohl noch im zulässigen Bereich, weil im Datenblatt steht irgendwas ab 150, also bei 150 Grad ist dann die Stromkurve, geschaltener Strom dann auf 0. Super, das braucht man dann. Also, da kann man schon ein bisschen warm machen. Die 4,7 Ohm dann ja auch nicht so warm. Also das Schlimmste, was ist 2 Volt darüber, das sind 2 Volt, das entspricht dann circa einem halben Ampere, also ungefähr einem Watt, bisschen unter einem Watt, also noch in der Spezifikation von dem Ding. Tantalkondensatoren nicht verpolen, ist böse, hier die Potties, muss man aufpassen, wenn man die, also rechts ist quasi minimale Verstärkung, also da ist, ja, minimale Verstärkung eben, und ganz links ist maximale Verstärkung, das ist dann relativ viel. Also da könnte man die LEDs jetzt mit schrotten, also muss man vorsichtig sein mit den Quartis und bloß nicht an dem Steckbrett wackeln, weil sonst bläst man auch die LEDs raus. Darum hatte ich auch die Glühbirne aus zum Testen. Ja, also das hängt man dann so ans VBA-Signal und dann hat man das ein Ambilight. Tada! Kosten insgesamt 15 Euro für den Meter LED-Gefunzel, wobei das eigentlich schon viel zu hell ist, also weniger LEDs reichen auch völlig aus, wenn man mit dunklen Film guckt, oh, das ist ja echt, dafür ist das ja echt da. Jo, Rest Kleinvieh, Op-Amp 45 Cent, Potty, ich weiß jetzt nicht, 20 Cent oder sowas, ein Ding, das Ding war nicht dabei, das Widerstand ist eigentlich alles mehr oder weniger im Cent-Bereich. Ja, letzter war noch teuer, hat ganze 3 Euro gekostet mit den Scheinern. Mit VHE-Prüfzeichen. Jo. Fein. So, hier sind Pinchen 2. Monitorkabel geht auf diese Box, wo einfach nur das Kabel weiter verbunden wird und Masse und die drei Videoleitungen rauskommen, also R, G und B. Das ist jetzt hier statt dem Spannungsteiler angeschlossen und hier geht es wie gewohnt an die Schaltung. Naja. Also man erkennt zum Beispiel auch schon, selbst wenn da 0 Volt sind, sogar ganz leicht glimmt das, aber das ist jetzt auch, ja, so die Kamera sieht es stärker aus, als es ist. So, machen wir die Kiste mal an. Also man sieht auch nichts im Bildschirm. Also an Störung. Jetzt kommt da oben links gleich das SES-Logo von der Grafikkarte, der kommt nicht, weil der Bildschirm aus war. Jetzt kommt der Post-Screen. Alles schwarz-weiß. Sieht jetzt halt ein bisschen komisch aus, weil Rot fehlt. Ich habe jetzt Grün und Blau angeschlossen, weil das nur die Farben sind, die hier zu sehen sind. Jetzt resette ich mal Steuerung Alt entfernen. Noch einmal. Probier das mal so. Ja, dann BIOS, bam, blau. Ist da irgendwas gestört? Ja, gut, es ist auch VGA-Auflösung, 46.84 Pixel, aber trotzdem. Keine Schatten, nichts. Und ich habe jetzt einfach einen Weiler und die Pustekiste aus. Was sind hier einige Widerstände? Mehr. Ich habe jetzt parallel zum Tantalkondensator noch bei den 47 Kilo Ohm, das sind keine 4,7, sondern 47 Kilo Ohm habe ich. Das heißt, die einerseits halbiert sich damit die Zeitkonstante so ungefähr und andererseits habe ich dann quasi die Hälfte der Spannung und kann dann hier habe ich mehr Spielraum über das Verstärkerporti hier. Ja. Und dann habe ich hier noch am Eingang jeweils 47 Kilo Ohm parallel zum Signal, weil im Moment stört es, also bei den Frequenzen, bei den niedrigen stört es so wenig, das macht nichts.
Und wenn ich das nicht hätte und hier abschließen würde, dann wird hier die Spannung gegen Versorgungsspannung driften und dann hier die LEDs immer heller werden, bis sie plupp hinüber sind. So, jetzt wird der Kanal aufgebaut. Und gehen wir mal ein Spiel in diesen Computer. Mindscape. Der Sports 3. Beide Makers auf Test 3 und irgendwas. Zugegebenermaßen sind da jetzt nicht so die Farbwechsel drin. Ich habe gerade eine andere Diskette gefunden, um das zu testen. Nein. Schon die Zeitkonstante ist ein bisschen groß. Sonst würde das immer wechseln. Funktionieren. Na, geht doch.